Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Szenario der Kampagne From D-Day to Deutschland. Ja, heute spielen wir Operation Phasand. Ich hatte das Szenario schon mal gespielt, so wie auch das folgende Battle of the Bulge und ja, Operation Bodenplatte, beziehungsweise Safey Airfields heißt das hier, weil es ja aus amerikanischer Sicht ist. Ja, das Problem war nur, dass ich irgendwann letztes Mal mein Mikrofon ausgeschaltet hatte und das ist mir nicht mehr eingefallen, als ich die Aufnahme gemacht habe. Das heißt, ja, waren jetzt zwei Szenarien ohne Ton bei Boden, bei Safety Airfields ist es mir dann eingefallen. Aber weil ich jetzt nicht zwei Szenarien ohne Ton hochladen wollte, wenn es jetzt nur eins gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, okay, gut, das ist dann halt so. Aber bei zweien würde ich dann schon sagen, dass ich dann jetzt lieber mal, ja, das nochmal neu aufnehme. Ich hoffe mal, dass ich das nicht, bedauere. So, ja, jetzt ist die Frage. Also, ich würde schon dazu tendieren, die stärksten Einheiten in den Westen zu stellen, nach meinen Erfahrungen. Die ist nicht. Die Rangers nehme ich in den Westen mit. Den Kometen. Zack und zack. So, und ganz im Osten stelle ich mal das Nerv, dass das immer da hinten hingeht. Ganz im Osten stelle ich mal die Grenadiere. Field Command stelle ich hier mal hin. Ich glaube, den stelle ich da noch hin. So, zack. Zack. Den stelle ich in den Osten. Im Osten ist es am Boston. Oh, also das nervt echt fürchterlich, dass es immer da rüberspringt. Fürchterlich. So, ja, in dem Szenario sind doch einige. Doch einige Einheiten am Start. So, jetzt werden wir erstmal gucken, was wir hier sehen. Wir sehen nicht viel. Genau, da ist das scheiß Hurending. Okay, das geht nicht, das ist ärgerlich. Ja, gut, da kann man nichts machen. Könnte man natürlich überlegen, ob man jetzt einfach mal ein Flugzeug holt. Das wäre die Überlegung. So, jetzt gucken wir erstmal, ist da einer drin? Nee, das ist aber alles harmlos.
Aha, hier wird so interesting. I'm just gonna listen. So. So sieht das hier schon mal ganz gut aus. Ja, ich denke mal, ach so, die strategische Karte hatte ich jetzt ganz vergessen. Die Sache ist die, man ist eigentlich hier im Osten eher fertig als im Westen. Deswegen habe ich jetzt meine stärkeren Truppen eher im Westen aufgestellt. Möchte natürlich allerdings auch alle Flaggen haben. Deswegen habe ich hier auch so ein paar stärkere in den Osten gestellt. Weil hier ist überall einer drin und vor allen Dingen sind hier noch ist hier irgendwie so eine sind so mehrere Panzerjäger unterwegs in dem Gebiet. Beziehungsweise hier war das letzte Mal auch irgendeiner am Start, deswegen da sollte ich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist so meine Intention. Also Strategie ist ganz klar. Ich werde jetzt hier erstmal Turnhout einnehmen, mit einem Teil dann hier im Westen unterstützen gehen. Der Rest geht hier lang, zack, zack. Beziehungsweise sobald ich hier Tilburg eingenommen habe, werde ich wahrscheinlich noch mehr Einheiten in den Westen rüber schicken, weil Sertogenbosch, Bosch, das ist eher, sag ich mal, ja, weniger stark bewacht. Und ja, Breda, 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 Ogerheide. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Also das Problem in dem Szenario ist schon so ein bisschen die Flugzeuge. Ich kann jetzt erstmal meine Einheiten aufstellen. Ich weiß halt nicht, ich glaube, da ist das in Hogerheide, dass da eine Einheit drin ist. Ich will mich jetzt nicht zeigen, weil die Deutschen haben halt hier Me 262 A1 und denen bin ich ziemlich unterlegen. Mit denen sollte ich mich nicht jetzt unbedingt anlegen. Deswegen bin ich da lieber etwas vorsichtiger. Werde mich jetzt hier erstmal die Flugzeuge aufstellen und dann gucke ich mal, was der Feind so macht. Das heißt, das riskiere ich jetzt doch mal. Fighter. Egal. Ah, toll. Hat leider nicht viel gebracht. Okay. So. Jetzt müssen wir mal spinksen gehen. Genau den will ich nämlich kaputt machen. Zack. Und dann geht's hier weiter. Nee, das machen wir andersrum. So, den greifen wir zuerst an. Das sollte ich lieber sein lassen. Gibt's das denn? Was ist das denn für ein Arschloch?
Okay, ja, komme ich jetzt momentan nicht viel weiter. Das hat jetzt keinen sittlichen Nährwert, würde ich jetzt mal behaupten. So, aber dem können wir schon mal einen verplätten. 3,5, das ist ein bisschen arg heftig. 2,7 ist auch nicht so toll. Dass sie auch immer so einen komischen Bogen fliegen müssen, die Einheiten, das ist ja fürchterlich. Gut. Zack. 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 Und zack. Ah. Ah, das geht nicht. Das ist ärgerlich, dass das nicht geht. Die haben auch noch so ein komisches Fahrzeug. Das heißt, bei denen wird das wohl auch nicht gehen. Jawohl. Na gut, dann ist das halt so, dass es nicht geht. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Ist ein Stuck, nee, ein Stu 42F im Angebot. Oh, das war jetzt natürlich sehr nett. Hinterhalt ist immer gern gesehen. So, jetzt reicht es mir hier langsam. Wo sind denn die jetzt hin? Da ist einer. Zack. Zack. So, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich hier am besten durch? Das ist jetzt echt eine gute und spannende Frage. Okay, da ist keiner. Zack. Ach ja, da ist die scheiß Artillerie.
die sollte ich mich dann jetzt auch irgendwann mal kümmern. Um die böse, böse Adlerie. Adlerie und Geierie. So, okay. Das haben wir dann damit geklärt. Dann geht es hier weiter. Da hatte ja einer irgendwie so leicht angedeutet, dass er gerne sterben will. Habe ich jetzt Glück gehabt. Wehe. Och man. Da zeigt er mir schon. Das ist doch echt scheiße. Oh. Das machen wir so. So, okay. Jo, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus als gedacht. Die Deutschen haben auf jeden Fall noch Flugzeuge. Ich gehe mal kurz gucken, ob da hinten eine Flak ist. Das weiß ich nicht mehr genau. Nein. Oh, da wollte ich den eigentlich nicht hinschicken. Das ist ein bisschen schief gelaufen, würde ich mal behaupten. Gut. Schauen wir einfach mal, was jetzt passiert. Vielleicht passiert ja auch gar nichts. Der hat nur noch einen Schuss, das heißt, den fliege ich mal kurz zum Flugplatz zurück. Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt passiert. 13 Züge noch. Ja, ist klar. Okay, es ist Regen. Das ist schon mal gut oder vielleicht auch nicht so gut. Wer weiß das schon? Natürlich hier kein der aufklärt. Okay. Das ist ärgerlich. Das ist aber ärgerlich. So. Aha. Zack. Da ist keiner drin. Wieso sagt mir das keiner, dass da keiner drin ist? So, okay. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir den. Das heißt, wir haben doch irgendwo, da ist er. Der nachts, beziehungsweise der bei schlechtem Wetter schießen kann.
4-2, das ist suboptimal. 3-2, WTF. Komme ich nicht rein in den Wald. So geht's aber. Ach, jetzt komme ich da nicht hin. Okay, egal. Lassen wir das jetzt erstmal so. So, du kannst das Ding jetzt mal kurz hier kaputt machen, damit die da endlich mal weiterkommen. Man sieht natürlich auch nichts. Nix bis recht wenig. Okay, aber wir können ja mal gucken, ob wir irgendwo diese. Ja, da sind welche. Okay, also ein bisschen was können wir sehen. Gut, nächster Zug. Bisher läuft das nicht so gut. Vielleicht bin ich auch einfach zu vorsichtig dieses Mal. Der ist in den Hinterhalt geraten. Das ist schon mal ganz gut gelaufen. So, okay. Zack. Jetzt nehme ich eher die, sage ich mal, unerfahrenen Flugzeuge. Damit die auch ein bisschen Erfahrung kriegen. Ach, der ist abgehauen. Das ist sehr freundlich von ihm. Da ist er jetzt hin. Okay. Okay, so, dann geht's jetzt hier weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob die, ob das jetzt die letzten Flugzeuge waren. Oder ob da noch was kommt. So, den können wir schon mal überrollen. Das ist ganz praktisch. So, ich brauche mal den Aufklärer. Ah ja. Das ist natürlich nicht so toll. So kann man es natürlich aber auch machen. So, die First Armored Division.
Okay. Dann geht es da weiter. Okay, ach ja, genau, das ist das blöde Hex. Das blöde Hex-Hex. Oh, da komme ich nicht hin. Das ist doof. Hier habe ich einen. Na jetzt. Ich konnte nur nicht sehen, so was. Okay, jetzt wird er aber nicht mehr allzu viel Ehrgeiz entwickeln, mich zu ärgern. Das ist keine gute Idee. Dann versuchen wir das jetzt mal. Der ist leer. Das ist natürlich ärgerlich. Zack. Und dann können wir jetzt dann doch mal einen Sprengangriff, wollte ich schon sagen. Nee, Sturmangriff versuchen. Okay, ja. So, hier haben wir auch noch ein Flugzeug. Ein Flugzeug. So, zack. Jo, das läuft doch ganz gut bis jetzt. Bin aber etwas hinter meinen Erwartungen zurück bezüglich der Schnelligkeit. Es läuft im Osten wieder wesentlich besser als im Westen. Wahrscheinlich wegen den ganzen Hilfstruppen. So, das ist jetzt nicht so nett, dass der sich jetzt hier entfernt hat. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die Arschlöcher hin sind. Okay, da sind sie. Ich würde den gerne überrollen. Das funktioniert auch sehr schön. Gut, lassen wir den mal stehen, dass er sich aufladen kann. Okay, so. Wo ist der? Da ist der Wetter. Fähige, der Allwetterfähige. So. Tun wir noch die noch ein bisschen vorbereiten zum Überrollen. Wenn das mal so einfach wäre. Das ist leider nicht. Oh, es ging doch überraschend schnell. Jetzt ist er leider leer. Das ist nicht so toll. Gut, aber er hat noch Reichweite, das heißt, er wird sich dann gleich aufladen.
Okay. Zack. Der müsste jetzt leer sein. Wo ist denn der andere? Da ist er. So. Okay. Jetzt komme ich da nicht hin. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Oder? Achso. Gut, fahre ich den kurz da rein. So. Ja, wir können uns jetzt schon mal weiter bewegen. Ich hoffe mal, diese Flak da, die ich am Leben gelassen habe, die bereitet mir keine Sorgen. Das wäre schlecht. So, der ist jetzt leider auch leer. Was, 381? Wie viel hat er denn den vorher gehabt? Kriegt man den nicht erst in dem Szenario? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Oder war das die Kirchen, wo man den kriegt? Keine Ahnung. Oh. Aha, ja, das schlechte Wetter ist natürlich jetzt alles in allem nicht mein Freund. So, der kommt immerhin dahin, das ist gut. Es könnte vielleicht doch mein Freund sein. So, jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir hier. Erstmal hier vorrücken. Okay, ich sehe bis jetzt keine. Da hinten ist eine Artillerie, okay. Kann man das natürlich auch machen. Okay, weiter geht es. Knallhart weiter. Ach, hier ist auch ein Flughafen. Ja. Fucking fuck, ey. Fuck you, you fucking fuck. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte erstmal sehen, dass ich den da kaputt kriege. Jetzt komme ich da aber leider nicht mehr mit so vielen Einheiten ran. Okay. Das ist jetzt doch etwas ärgerlicher. Wieso macht er denn keinen Schaden gegen den? Ist der beschränkt oder was? Okay.
Gut, gucken wir einfach mal, dass wir den Rest der Truppen aus dem Süden hochholen. Dann läuft das vielleicht auch alles etwas besser. Hier haben wir ja auch noch einen Bomber. So, jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Wir können mal gucken, was da passiert. Leider nicht so viel. Okay, 9 Züge noch. Aha, wie Sie sehen, sehen Sie, dass da doch noch durchaus die ein oder andere Einheit rumschwirrt. Okay. Ah, das geht. Und wie das geht. Jawohl. So, die zwei schicke ich da mal lang. Was ist das Ding eingepackt? Das ist ja fürchterlich. Hauptsache, wir können es jetzt überrollen. Okay, so, du wolltest mir gerne auf die Nerven gehen, hattest du mir verraten. Zack, zack. Okay, den laden wir jetzt auf. Dann müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir irgendwas da unternehmen gegen den Typen da. 4 zu 2. 5 zu 1. Achso, das ist der. Was sagt denn der Amerikaner? Der sagt Howdy. Howdy, ich krieg auch nichts ge gebacken. Der. 5 zu 1, ja, ist klar. Ja. Machen wir erstmal hier weiter. Okay, das geht nicht. Der hat keine Munition mehr. Egal. Nur die Harten kommen in den Garten. Der ist ganz schön frech, ey. So, irgendwie, irgendwas müssen wir jetzt auch gegen den da unternehmen. Der geht mir nämlich auch ehrlich gesagt hart auf die Eier. Ja, kann man wohl nichts machen. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit den Flugzeugen? Oder wir opfern den einfach, um den ein bisschen anzuschießen. Das hat sogar sehr gut geklappt.
Zack. Unten war ja noch ein Flugzeug, das kommt aber leider nirgends. Doch, das kommt dahin. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum fange ich an zu singen? Okay, lassen wir das mal. Da nicht durch. Das ist ärgerlich, aber da kann man nichts machen. So, hier haben wir noch einen richtig guten Bomber. Bomberle, der Arsch muss schallern. Das ist frech. Immer diese Vorhersagen, die nicht zutreffen. Gut, lassen wir das. Da können wir jetzt momentan nicht viel mehr machen. Hier werden wir nächste Runde mal mit dem Level Bomber versuchen, einen Durchbruch zu erzwingen. Jo, das war jetzt suboptimal die Idee vom Feind. Das war jetzt auch nicht so klug von mir. Zwei zu drei, das ist scheiße. Aber es würde mich doch irgendwie reizen, das mal zu versuchen. Ich glaube, die schicke ich mal nach Süden, falls da wirklich hier die Feinde auf irgendwelche dummen Ideen kommen. Komme ich nicht ran, das ist blöd. Aber das geht. So, und das geht auch. Okay, ich würde sagen, der Großteil kann jetzt schon mal nach Westen abdrehen, Hicks. Weil hier hält sich dann die Gegenwehr insgesamt dann doch in Grenzen. So, jetzt ist die Frage, riskiert man das einfach? 2 zu 3, komm, das machen wir jetzt mal. Jawohl.
Der hat hier jetzt angegriffen. Dann nehmen wir den Double Timer mal. Bringt leider nicht allzu viel. Hier ist ein Bomber. Der geht mal auf den drauf. Und der geht noch mal da drauf. Okay. Das ist ärgerlich, dass das nicht geht. Oh, der kommt bis dahin, das ist frech. Okay, so, das haben wir jetzt auch geklärt. Aha, ein Flugzeug sehen wir auch noch auf der Karte. Also das war es dann leider doch noch nicht gewesen mit dem Feind. So, jetzt werden wir mal hier. Egal. Ach, der kann dann. Ja, das ist aber frech, dass der da von da aus ihr Dingesfeuer geben kann. Das finde ich jetzt aber wirklich frech. Zack. 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 Jetzt fürchte ich nur, dass ich da nicht durchkomme. Ah, doch. Ah, nee, doch nicht. Nicht ganz. Ist das der Double Timer? Jawohl. Will ich lieber nicht so weit nach vorne stellen. Da sind mir noch ein paar zu heftige Einheiten unterwegs. So, die können sich hier noch mal an der komischen Fabrik austoben. Leer. Okay, da ist keiner drin, dann wissen wir das schon mal. Okay. Da wird jetzt auch keine große Gegenwehr mehr leisten. Ist dann jetzt doch etwas, ja, heruntergewirtschafteter. So, ich habe doch auch noch bestimmt noch weitere Flugzeuge. Hier haben wir den Mustang, der geht mal auf den drauf. Fliegen wir schnell ein Stück zurück. So, der hat noch einen Schuss. Der kann mal gucken, ob er den Einser da kaputt kriegt.
Dann ist dann nämlich auch Ruhe. Zack. Dann hole ich mir da hinten noch das Kaff und das war's dann. Also hatte zwar so ein bisschen zwischendurch die Angst, dass ich das nicht mehr rechtzeitig schaffe, aber die Angst war dann doch für umsonst. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Das geht nicht. So, das ist 75 mm. Da sollte ich jetzt noch nicht ranfahren. Okay, ist jetzt auch egal letztendlich, denn wir sind jetzt bald durch mit dem Szenario. Wir können da oben jetzt nochmal gucken, dass wir da schnell einen hinfahren. So, Feldlazare sollte man eigentlich leben lassen. Habe ich jetzt nur einmal drauf gehalten. Okay. Da ist was, aber jetzt nichts allzu Heftiges. Da ist so eine, genau, hier MG44. Aber wir müssen das ja nicht erzwingen, wir sind ja sowieso mega schnell. Na. Oh, der ist jetzt leer. Oh, das ist jetzt schlecht. Der hat nämlich keinen Sprit mehr. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal fröhliches Bombardement. Jetzt gehen wir dem erstmal hier ein bisschen auf die Nerven. Mit den Levelbombern, dass der die Schnauze hält. So, zack. Hier war mein Bester. Der geht auf den drauf. Und der Double Timer geht zweimal auf den drauf. Das reicht nicht. Dann macht der nochmal einmal hinterher. Okay, ja, das sieht doch eigentlich ganz manierlich aus. Dem Flieger wollte ich den jetzt nicht gerade kaputt machen. Oh, der hat keine Munition mehr, das ist schade. Jo, nochmal schön drei Sachen überrollt. 891 haben wir jetzt.
903 und der dritte, der ist da hinten irgendwo. Hä? Wo ist denn der dritte? Achso, direkt daneben. 903, 1057, okay. Der hat deutlich am meisten. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach aus. Das war ja jetzt dann doch eine schnelle Angelegenheit. General Sir, excellent work, Sir. Okay. Battle of the Bulge. Situation. The Germans have launched a huge counter-offensive in Verdun. Several panzer divisions are attacking our troops at the moment. Their best units are deployed in the north, while the weaker forces are attacking the south. Reinforcements are on way and will arrive the battlefield in a few days. Order: stop the German offensive and hold. Recapture 13 victory hexes for a brilliant victory, 4 victory hexes for a victory, 3 victory hexes for a tactical victory. A hint: the Germans have supplied their panzer divisions. Especially in the north, you have to face several tank and tank destroyer units. It seems that we are too weak to stop the Germans with offensive. Maybe you should wait the Germans behind the Wart River. Ja, was ist das denn hier? Was haben sie mir hier gegeben für einen Quatsch? Irgendeine Pack? Ich glaube, die verkaufe ich. Was hatte ich denn? Ach, da hatte ich einen Adleri gekriegt, genau. Was ist denn das? 10-3, also das kannst du wirklich hier in die Tonne kloppen. Upgrade, reassign, das ist richtig. Hat auch nur Reichweite 3, Reichweite 1 meine ich. Okay, so, dann gucken wir mal, was können wir upgraden? Wir können Pershing. Pershing ist immer gut. Pershing ist saugut. Also Pershing können wir machen. Ich glaube, dass also Panzer ist so das in allererster Linie, was mich interessiert. Eine weitere Artillerie wäre natürlich auch ganz nice. Aber wenn wir jetzt einfach mal das umrüsten, dann ist unser ganzes Prestige eigentlich schon hin. Aber dann hätten wir halt einen starken Panzer, der es mit allen aufnehmen kann. Also zumindest, naja, mit allen nicht, aber mit ziemlich vielen deutschen Panzern aufnehmen kann. Also 20 harte Ziele, 19 Bodenverteidigung, das ist schon richtig heftig. Okay, gut, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu, wenn wir dann Battle of the Bulge spielen und die Ardennen-Offensive der Deutschen stoppen. Bis denn, ciao, ciao.